Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Shapes 2. Das Spiel ist im Early Access. Hier unten sehen wir es eine ganz frühe Version 0.0.7. Wir starten ein Spiel, ein neues. Schwierigkeit, ja, normal. Okay. Ja, das ist gut, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Ja, dann beginnen wir mit der Operator-Zertifizierung. Also quasi ein Tutorial, würde ich sagen. Willkommen bei deiner Zertifizierung. Danke fürs Anmelden. Du hast dich angemeldet, oder? So oder so, der Vortex verlangt, dass wir deine Fabrik-Operator-Fähigkeiten beurteilen, bevor wir deine Operator-Zertifizierung ausstellen. Liefere einfach die erforderlichen Formen so effizient wie möglich ab. Das war's. Je nach Leistung belohnen wir dich vielleicht mit neuen Upgrades und Technologien. Ah, und du kannst so viele Gebäude haben, wie du willst, aber bitte nicht beschädigen. Wir brauchen sie noch für den nächsten Teilnehmer. Okay, ich werde nach Effizienz streben und keine Spaghetti-Fabriken bauen. Ich werde keine Gebäude beschädigen. Okay, platziere 4 Extraktoren. Also, Extraktoren sind das hier. R zum Rotieren. 1, 2, 3, 4. Rechte Maustaste abwählen, das ist gut. Nutze Fließbänder, um die Formen zum Vortex auf der rechten Seite zu liefern. Platziere mit C Anker, während du ein Fließband ziehst. Ach so, wir ziehen, drücken hier C kurz, drücken hier nochmal C kurz und können hier bis hierhin ziehen. So, was passiert? Die Formen kommen hier raus, gehen hier durch, werden hier scheinbar drüber springen. Boing. Gehen dann hier weiter und springen hier in den Vortex-Dingens rein. Kamera drehen, halten und bewegen. Okay. Hier können wir frühere Tutorials nachschlagen. Okay. So, dein Ziel wird immer unten angezeigt. Liefere die angeforderten Kreise. 10 Stück. Ja, 10. Das könnte sich ausgehen. Die Dinger sind unlimitiert, glaube ich. So, und hier? Jawohl. Da fliegen sie hier rein. Und hier geht die Zahl rauf. Wunderbar. Platziere 3 Halbzerstörer, um Formen zu halbieren. Okay, schneiden. Du benötigst mehrere Gebäude pro Fließband. Die Anzahl wird oben rechts angezeigt. 3. Also ein volles Fließband kann auf 3 Schneider aufgeteilt werden. Okay, verbinden. Ziehe, um Fließbänder aufzuteilen und zusammenzuführen. So und so. Liefere die Halbkreise. Okay, die werden hier zack einmal durchgeschnitten. Der linke Teil geht verloren quasi und dann kommen halbe an. Liefere die Halbkreise, das ist kein Idle Game. Warum extrahierst du nicht schon ein paar Quadrate? Okay, hier gibt es Quadrate. Extrahieren, wir machen auch wieder 4. Wir brauchen 10 Stück. Also hier mit C, C und dann gehen wir gleich hier drüber. Fertig. Dann kommen die Quadrate an. Und kommen auch hier an. Das ist gut. Rückgängig machen ist gut. Wiederherstellen gibt's. Hotkey-Übersicht. Anker platzieren, rotieren, spiegeln mit F. Okay. Mit Shift und rechter Maustaste löschen wir einen Bereich. Bereichsauswahl ausheben, Inhalt leeren. Oh, was gibt's hier? Platziere einen Rotierer zwischen Halbzerstörern um Viertel zu erzeugen. Schneide, rotiere und schneide erneut, um Viertelkreise zu erzeugen. Ach so, okay. Das heißt, ja, verstehe schon.
So, und ups, der Vortex akzeptiert jegliche Formrotation. Was heißt das? Ach so, es ist ganz egal, wie die Formen gedreht sind. Sie müssen nicht hier oben rechts zum Beispiel sein. Also, hier kommen sie her, da werden sie einmal gedreht, gehen hier rüber und hier wird wieder der linke Teil weggeschnitten. Okay. Jegliche Formrotation. Und das gleiche haben wir hier. Der Schneider, wie gesagt, drei. Wo bauen wir es hin? Hier irgendwo. Eins, zwei, drei. Zack und zack. Okay, 60 Stück davon und 40 Stück hiervon. Das schaffen wir. Und hier sieht man auch, welche durchkommen. Das grüne Häkchen zeigt mir an, dass alles gut läuft. Shift und rechte Maustaste, damit kann ich löschen. Bereich auswählen mit Shift und linker Maustaste. Ah ja, Shift, rechte Maustaste, löscht. Okay. Sorry. Ein Formziel wurde abgeschlossen. Du kannst jetzt die nächste Form produzieren. Okay, also diese Form ist abgeschlossen. Jetzt gibt es nur noch das hier für den Meilenstein 1. Wie weit kann man denn... Wow. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh, okay. Boah, das hat mich jetzt etwas geflasht, ehrlich gesagt. Meilenstein erreicht, schalte deine Belohnung im Meilensteine-Menü frei. Meilensteine? Achso, das haben wir schon, rotieren und schneiden. Stapler und zweite Ebene. Oh, okay. Du hast den Stapler und die zweite Ebene erhalten, mit denen du Formen stapeln und mehrstöckige Fabriken bauen kannst. Mal sehen, was du damit machen kannst. Ach so, hier kommen Vierecke und die Kreise kommen hier drauf. Neue Aufgaben. Okay, das ist der Stapler hier. Wir sollen das hier machen. Wir können. Die erstmal hier... hier rüberbringen, hier ebenso. Stapler sind langsam, also platziere immer mehrere. 6 Stück für ein komplett ausgelastetes Fließband mit Items. Wie funktioniert das? Stapel verbundene wählen. Inhalte leeren zerstören. Stapelt die obere Form auf die untere Form. Ja, aber wie? Formverarbeitung. Stapler. So, Moment. Die geben wir mal weg.
Verbinde Ebenen durch das Drücken von E, Q, während du ziehst. Aha. So, und E, um nach oben zu gehen. Und Q nach unten. E drücken, halten und so, jetzt. Okay, jetzt gehen die rauf und hier, ja, hier kommen sie auch hin. Wunderbar. Und die hier gehen jetzt so hin. Und eigentlich können die alle wieder auf eins zusammengehen und können hier rüberkommen. Der hier, genau. So sollte das eigentlich gut passen, oder? Sieht doch gut aus. Priorisiere vorerst Meilensteine. Wir empfehlen, die Meilensteinformen erst einmal zu priorisieren und die Nebenaufgaben zu erledigen, während sie geliefert werden. Okay, das hier sind die Meilensteine. Das kommt als nächstes. Wenn wir die hier alle geliefert haben, ist der nächste Meilenstein erreicht. Aufgaben. Okay. Schritt für Schritt schneiden. Upgrades. Upgrades gibt's. Ah, genau, wir bekommen ja da Forschungspunkte. Die hier brauchen wir vorerst nicht. Darum steht hier auch ein rotes X. Genauso wenig, wie wir die hier brauchen. Wir brauchen solche. Das heißt, das war 1, 2, 3. Nochmal schneiden und wieder zusammenführen. So, das passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Das sollte... Genau, das erledigen. Und hier brauchen wir die hier auf die hier. Genau. Die sind langsam, hat es geheißen. Also 6 Stück. Hier kommen allerdings schon gar nicht mehr die volle Anzahl an. Also hätten hier wahrscheinlich 3 gereicht. Genauso werden wir es hier machen. Wir werden hier 1, 2, 3 Stapler machen. Und zwar werden wir hier aufteilen. Einmal nehmen wir hier rauf. 1, 2, 3. Und einmal gehen wir hier runter. 1, 2, 3. Die werden wieder zusammengeführt und werden erstmal hier wieder rein. Das ist so richtig. Das sieht gut aus. Da ist jetzt die Frage. Ah ja, hier sieht man, da kommen 2 verschiedene an. 1, 2. Hier werden auch beide Formen angezeigt. Wir könnten es anders machen. Das machen wir jetzt auch noch kurz. Wir machen das Ganze so. Und die hier geben wir hierüber.
werden die hier auch immer noch gemacht. Nachdem wir die aber jetzt im Moment nicht brauchen, könnten wir die eigentlich komplett vergessen. Wir geben das erstmal weg. Die kommen an. Perfekt. Dann, die sind im Moment egal. Also wird das hier etwas schneller funktionieren, hoffentlich. Hier passiert auch alles ganz gut. Wir könnten natürlich auch das Ganze etwas beschleunigen. Indem wir sagen, wir geben 1, 2, 3, 4 Extraktoren hierhin. Die gehen hierhin. Zack, das kommt weg. Jetzt wird das schneller funktionieren. Und genauso können wir es eigentlich hier auch machen. Wir extrahieren 4 Stück, springen hier rüber. Und machen das so. Funktioniert das auch hier so? Irgendwie so. Die hier warten nämlich schon. Warum habe ich die eigentlich hier nach unten? Die da. Da sollen die gar nicht hin. Die sollen eigentlich nur nach unten. So, das war eigentlich relativ doof. Aber so passt das jetzt. Glaube ich. Also hier werden die richtigen angeliefert, hier werden die richtigen angeliefert, und zwar jetzt in annehmbarer Geschwindigkeit. Und hier werden die hier angeliefert. Läuft, würde ich sagen. 2 Forschungspunkte, indem du 2 Nebenaufgaben erfüllst. Upgrades, Aufgaben. Ah ja, mit dem pinnen wir sie an. Wie viele können wir anpinnen? Machen wir mal das nächste. Das wären Vierecke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Die hier gehen hier rüber. Die hier rüber. So. Wir machen wieder Stapler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren das. Die gehen hier unten rein und die hier gehen, zack, einmal nach oben. Und dann gehen sie wieder zusammen und raus mit ihnen. Das sollte eigentlich das hier erledigen. Ein Formziel wurde abgeschlossen, wir können die nächste Form produzieren. Das wäre das jetzt mit 400. Hier 400. Wow.
Ah. Hier brauchen wir geteilte. 1, 2, 3. So und so. Da kommen jetzt... Nö, das sind falsche. Falsch, falsch, falsch. Die hier brauchen wir geteilt. 1, 2, 3. So. Jetzt kommen die hier richtig an. Und hier werden wir dann die vierteln, sobald wir hier diese 160 fertig haben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder, nachdem wir die hier nicht mehr brauchen, könnten wir die stapeln. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. Das ist zu... Nö, das ist zu früh. Wir müssen einmal... Einmal hier nach oben gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir können erst hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3. Ups. 6 Stück. Und hier. So geht das nicht. Können wir zum einen so und zum anderen so machen. Nö, so geht das nicht. Schade. Dann müssen wir nochmal umändern. Zum einen so und zum anderen so. Jetzt ist ein bisschen kompliziert das Ganze. Aber ich glaube, jetzt sollten wir die richtigen Teile haben. Die hier sollten jetzt ankommen. Jawohl. Und wir haben jetzt zwei Aufgaben abgeschlossen. Zack. Jetzt haben wir das nächste freigeschaltet hier. Oh, wow. Okay, einmal. Ah ja, wir können jetzt Upgrade. Fließbänder schneller machen. Stapler schneller. Jawohl. Wir brauchen hier. Frisch geschnittene. 320 Stück. Die hier kommen alle an. Nur hier. Die hier sollten wir auch schneiden. Einer ist zu wenig. Zwei, glaube ich, sollten hier reichen. Das passt, glaube ich. Die hier können wir... Ach so. Mit Shift und Rechtsklick können wir das Ganze hier entfernen. Jetzt kommen hier alle an. Ja, es wird schon langsam immer komplizierter. Das könnte ich auch noch optimieren, indem ich hier das hier alles schneller mache.
und hier die hier trenne. Ja, ich glaube, zumindest eine Bahn können wir hier, hier rüber machen. So, dann hier rauf und hier rein. Und die hier geben wir hier rein und die hier nur hier rüber. Jetzt können wir hier nämlich das Ganze etwas verbessern, indem wir, ja, das ist eigentlich relativ doof gemacht, indem wir das so machen. Hier passt noch was nicht. Zack, jetzt. Genau, jetzt macht er die alle hier rauf. Und gleich wird das Ganze etwas schneller passieren. Das passt eigentlich auch alles ganz gut. Hier werden jetzt gleich mehrere reinkommen. Hier haben wir einen Fehler. Haha. So, jetzt. Jetzt sollte das Ganze ins Rollen kommen. Ja, das sieht besser aus. Und wenn das hier auf Fullspeed läuft, dann wollen wir hier auch das Ganze in dreifach haben. Hier haben wir gleich, das hier ist gleich fertig. Jawohl. Das soll jetzt nochmal geschnitten werden. Das heißt, genauso wie vorhin, zack, 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 schnitten, schnitten, schnitten und rein. Das sollte eigentlich schon wieder passen für dieses Ding. Da brauchen wir 720. Wow. So, wir bekommen bei allen was raus. Ja, läuft, würde ich sagen. Es gäbe wahrscheinlich überall noch etwas zu optimieren. Hier staut es ein wenig. Der Stapler. Ach so, 9 Stück. Ach so, weil die Förderbänder schneller geworden sind. Darum. Hier und hier. Das sollte jetzt auf Fullspeed laufen. Und das hier werden wir dann auch noch so machen. Da brauchen wir auch noch 3 Stapler dazu. Das machen wir noch weg, weil wir hier, eins nach oben gehen. Und hier so rein, so rein, so rein. Und hier noch so. Genau, das hier läuft jetzt richtig schön. Die hier auch. Glaube ich. Nö, die hier nicht, weil die hier unten noch fehlen. Jetzt laufen die. Gut, wir haben schon wieder eine Aufgabe erledigt.
Die nächste ist, wow. Irre. Dafür bekämen wir aber auch 2 Forschungspunkte. Und für die nächste sogar 6 Forschungspunkte. Aber ich glaube, ich werde trotzdem erstmal hier weitermachen. Die hier brauche ich eigentlich im Moment nicht mehr. Ich überlege immer nur, ist es gut, wenn wir da jetzt einfach das Ganze löschen hier? Boah, ich weiß nicht. Klicke auf eine beliebige Form in der Benutzeroberfläche, um den Form Viewer zu öffnen. Hier auch, oder? Ah. Und da sehen wir die verschiedenen Schichten. Viertelansicht, okay. Formcode. Okay. Das ist ja... Wow, das ist richtig cool, das Spiel. Und das Gute ist, dass man hier an nichts gebunden ist. Man kann einfach in seiner Geschwindigkeit hier weitermachen. 7 wäre das nächste. Fließbandwerfer, Extraktor, 90% Rechtsrotierer. Ah ja, das nächste haben wir schon wieder. Das hier sollte eigentlich relativ einfach sein. Das ist hier. Genauso wieder rotieren. Nochmal schneiden. Und hier kommt es wieder zusammen. Das sollten schon die hier sein. Das ist gut. Das läuft jetzt. Das ist eigentlich das Einzige, was noch nicht läuft. Und hier hätten wir sogar ein Fließband quasi frei, um diese Formen hier rüber zu bringen. Oder diese Form hier rüber zu bringen. Es ist zwar alles umständlich eventuell. Aber wir versuchen mal, dass wir die hier rüberbringen. Hier. Die hier. Einmal. So. Herzubringen. Das hier vergessen wir mal kurz. Hier gehen wir weiter, eins nach oben und so. Die sollten jetzt passen. Die hier will ich hier rüberbringen. So. Die passen grundsätzlich. Hier muss ich noch eine Hälfte wegschneiden. Dann müssen die, können die verbunden werden? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir können Fließbandwerfer. Oh, okay. Das heißt, wir könnten das hier mit einem Fließbandwerfer. Erledigen. Sehr gut. Und hier, das hier genauso. Einmal hier rüber. Und weiter. Okay. Gut, das ändert noch nicht, dass ich hier ein Problem habe. Nämlich, ich muss das hier erstmal in Hälften schneiden. 4,5. Das heißt, ich kann auf jeden Fall mal ein viertes machen.
Wir müssen die ganzen zweimal rotieren. Und wenn wir... Keine Ahnung, wenn wir die jetzt zusammenbringen, dann bekommen wir leider lauter einzelne. Wir können rotieren, wir können... Ach so, stapeln. Blödsinn. Wir stapeln die aufeinander. So, die hier kommen einmal rauf. Die Stapler. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh Mann. So, die werden hier bestückt. Und die hier... Wir machen das so. Es ist einfach, glaube ich, besser. Hierhin. Und hier kommt das Richtige raus. Die hier kommen eins nach oben und die hier gehen hier raus. Somit sollten wir das eigentlich erledigen. Ja, sieht gut aus. Die hier. So, die brauchen wir mal nicht mehr. Wir brauchen, damit die gestapelt werden können. Müssen die zweimal rotiert werden. Einmal, zweimal. Der Vortex zeigt an, ob du die richtigen Formen geliefert hast. Rotes Kreuz nicht mehr benötigt. Grünes Häkchen korrekt weiterliefern. Graues Häkchen, du hast genug geliefert. Schloss korrekt, aber zukünftiges Ziel. Bauplanform nur im Schwierigkeitsgrad Herausforderung. Okay. Jetzt schauen wir mal. Das sieht jetzt gut aus. Das sind jetzt auch die richtigen. Ja, ist das denn cool? Hier haben wir das nächste freigeschaltet. Das hier wären die nächsten. Und wir könnten jetzt... Schneider trennt die westliche und die östliche Hälfte jeder Form. Das heißt, das schneidet es nicht weg, sondern teilt es. Mülleimer zerstört Formen, kann auch zu Dekorationszwecken verwendet werden. 90 Grad Linksrotierer, 180... Oh, hier ist ein 180 Grad Rotierer. Stapler angewinkelt, stapelt die obere Form auf die untere Form, gibt sie seitlich aus. Ach so, hier. Das geht hier drauf und okay. Schriftzug, Beschreibungen. Das ist ja... Oh, ist das cool. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich glaube... Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Tauscher. Linksrotier. Wir nehmen mal den Schneider. Den brauchen wir zwar im Moment, glaube ich, noch nicht. Das hier brauchen wir übrigens auch nicht mehr. Aber hier brauchen wir 460. Machen wir mal das hier. Das hier. Oh, weg.
So. Ich habe jetzt den 180 Grad Rotierer nicht genommen. Aber ich habe doch den Trenner. Der trennt mir das in zwei Hälften. Das ist gut, weil... Schauen wir mal, wenn ich das jetzt rotiere und wenn ich das jetzt rotiere, oh, das ist... Hier müssen wir das so machen. Ist auf jeden Fall mega kompliziert gelöst. Aber es ist gelöst. Und somit, das hier ist eigentlich sehr, sehr ineffizient. Da könnte man auch noch einiges verbessern. Aber wir haben schon wieder den nächsten Meilenstein freigeschaltet. Und hier müssen wir noch mal was drauf stapeln. Oh. Boah. Geht sich das hier aus? Das geht sich... Ich glaube, das geht sich nicht aus. Wir müssten das hier weiter nach oben verfrachten. Ich glaube... Wir machen das so. Das hier geht hierhin und wir machen das hier weg, weil die hier machen... Ich glaube, das passt schon so. Ach so, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall brauchen wir hier noch Stapler. Wir machen hier mal einfach nur ein paar wenige. Die hier sollen nämlich auch die hier. Nö. So. Die hier sollen nämlich auch die hier bestücken. Wir könnten jetzt einfach... Nö, könnten wir nicht. Von hier die hier rüberziehen. Das hier wegmachen und das hier rüberziehen. Hier das würde ich sagen, das sieht jetzt so aus wie das. Oder? Ja, es läuft. Oh, ist das cool. Ich kann einfach nicht aufhören. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.